Hi, grüß dich. Mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute geht es um das Thema Fenster, besser gesagt Isolierglasscheibe tauschen. Die kann ja mal des Öfteren springen oder eventuell blind werden bei älteren Fenstern und da muss man die tauschen. Und wie man das Ganze macht, das zeige ich dir in diesem Video. Um so eine Glasscheibe oder Isolierglasscheibe zu wechseln, brauchen wir dementsprechend Glasklötze. Die sehen so aus, gibt es in Kunststoff oder in Holz und passen dazu eine Glaskelle. Im Übrigen findest du bei fensterdichtungen.org deine passende Fensterdichtung. Falls deine Fensterdichtung porös oder alt oder defekt sein sollte, kannst du hier ganz bequem deine neue Fensterdichtung bestellen. Im Übrigen findest du auch unten in der Videobeschreibung 2 bis 3 Videos, wie ich dir das Ganze Schritt für Schritt erkläre. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Glasklötze in Holz oder Kunststoff, um das Ganze auszurichten. Eine Glaskelle ist unverzichtbar wirklich für so einen Einsatz. Ein breites Stecheisen sollte nicht ganz so scharf, aber auch nicht zu stumpf sein. Ein Gummihammer, ganz, ganz wichtig bei Kunststofffenstern. Und natürlich dementsprechende Handschuhe. Ich empfehle euch wirklich schnittfeste Handschuhe. Die gibt es auch. Werde ich euch mal alles, was ihr hier seht, unten in der Videobeschreibung verlinken. Hier haben wir beispielsweise jetzt mal ein Musterfenster, ein altes Kunststofffenster. Bei Holzfenstern ist das Ganze noch ein bisschen anders. Da haben wir Holzglasleisten. Glasleisten halten quasi das Glas. Die Glasleisten befinden sich immer im Inneren des Raumes. Das heißt, wohin das Fenster zu öffnen geht. Und es kann durchaus auch mal sein, wenn so ein Fenster hängt und man kann es nicht mal mit den richtigen Stellschrauben in die Richtung rücken, muss man so ein Fenster neu verklotzen. Das heißt, das Fenster jetzt hier geht ja nach rechts auf und das Glas wird verklotzt, kommen wir gleich nochmal zu, diagonal. Ihr könnt euch beispielsweise mal, wenn ihr eine Gartentür habt oder eine Schuppentür oder sowas, da ist ja manchmal so ein Querbalken drinne und der hält quasi die Schwerkraft so nach oben, damit die Tür oder der Fensterflügel hier unten nicht hängt. Und bei meisten Fällen ist es nämlich so, dass das hier unten schabt, dann wurde vielleicht das Fenster falsch verklotzt. Und wie wir das Ganze machen können, das zeige ich euch gleich in dem Austausch von so einer Isolierglasscheibe. Solche Glasleisten sind in der Regel immer entweder stumpf, zugeschnitten oder auf Gärung. Wenn sie auf Gärung sind, ist es egal, wo ihr anfangt. Wenn die stumpf sind, müsst ihr natürlich die kürzeste Seite zuerst rausnehmen. Das heißt, diese Hochkantseite wäre natürlich sehr, sehr schwer rauszunehmen. Also nehmen wir jetzt diese Breite. Dazu nehmen wir das Stecheisen und setzen es dementsprechend so an. Hier ist nämlich eine ganz kleine Nut immer. Und das bedarf so ein bisschen Übung. Wenn ihr kein Übungsfenster habt, ist es natürlich ein bisschen schwer. Dann könnt ihr nämlich das Fenster beschädigen. Mit einem leichten Schlag schlage ich dagegen und in der Regel passiert da gar nichts. Und so könnt ihr dann das Stecheisen weiterführen und eventuell auch leicht drehen, so dass die Glasleiste herauskommt. So könnt ihr dann auch auf der anderen Seite die Glasleiste entfernen. Wie gesagt, macht das bitte Vorsicht. Zum Kunststofffenster verzeiht euch das nicht. Ruckzuck habt ihr Macken drinne, die ihr nicht reinhaben wollt. Legt euch auch bitte die Glasleisten wieder so hin, wie sie reingehören. Meistens werden sie extra auf Maß zugeschnitten. Das heißt, der andere passt dann in das andere Maß nicht hinein. Jetzt können wir es beispielsweise sehen, hier unten rechts im Eck, hier befindet sich das Band. Hier sind 2 Glasklötze, hier ist ein Glasklotz und diagonal vom Fenster oben in der Ecke ist das Ganze nochmal genauso. Um so ein Fenster rauszunehmen, müssen wir erstmal die Spannung von so einem Fenster entnehmen. Ihr merkt auch hier ist ziemlich viel Luft. Das heißt, das Fenster hat auch mal gehangen und war nicht richtig verklotzt. Um das ganze Fenster jetzt herauszunehmen, können wir jetzt hier auf der linken Seite ein Glasklotz ansetzen. Das heißt, wir nehmen unsere Glaskelle, hebeln die da drunter und zack, legen wir den Glasklotz drunter und dann können wir auch von oben das Glas heraushebeln. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, da das Glas schräg steht.
In dem Falle würde ich euch empfehlen, wirklich das Ganze zu zweit machen und nimm bitte schnittfeste Handschuhe. Zack, das Glas ist draußen. Jetzt haben wir mal den Ort gewechselt, beziehungsweise das Fenster, weil das Fenster hängt auch so ein bisschen, dann können wir das gleich mal einstellen. Und hier ist es halt so, wenn ihr farblich oder farbliche Kunststofffenster habt, dann sind die ja mit einer Folie bezogen. Und ja, da müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Vor allem, wenn ihr mit einem Stecheisen ansetzt, ihr dürft jetzt nicht unendlich da reinkloppen. Es gilt einfach nur, die Glasleiste von dem Fensterflügel zu trennen. Weil wenn ihr mit dem Stecheisen weiter reingeht, dahinter ist ja schon die Scheibe. Dann könntet ihr die alte Scheibe, wenn sie nicht kaputt ist, beschädigen. So, wenn wir jetzt hier in der Mitte Glasleiste so ein bisschen getrennt haben, dann können wir das so ein bisschen aufbiegen und dann gehen wir auch schon mit dem Glaslöffel wieder rein und nehmen uns den zur Hilfe, damit wir das Ganze herausdrücken können. So, das ist die rechte Glasleiste und die stellen wir auch hier ab. So, jetzt sehe ich hier, das macht man heutzutage auch bei neuen Fenstern, die werden einfach verklebt an ein paar Stellen. Hat den Nachteil, dass wir das Ganze jetzt aufschneiden müssen mit dem Cutter. Also, nochmal zur Demonstration. Hier sitzt das Band. Das heißt, wir müssen nachher so in der Diagonale verklotzen. Das heißt, hier kommt ein Klotzchen, da kommt ein Klotzchen, da und da. Das Fenster jetzt, ihr seht auch hier, es hängt. Wenn ich das Fenster jetzt mal hier oben mit dem Glasklotz ein bisschen rüber drücke, also die Glasscheibe, dann hängt sie nämlich nicht. Und das ist nämlich die Kunst vom Verklotzen, dass man die Scheibe richtig verklotzt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir sie auch heile rausbekommen. Das ist nämlich ein bisschen schwer mit dem Silikon. Aber hier tut sich was. So. Das macht bitte Stück für Stück und nicht mit einem Stecheisen. Ein Stecheisen ist nämlich sofort die Scheibe kaputt. Das ist echt ganz schön scharf hier, das Zeug. So, so, jetzt kommt sie raus. So, in der Regel setzt man halt oben an, bis sie sich dann langsam löst. So, das sieht gut aus. Dann nimmt man die Scheibe links und rechts und wichtig ist, dass ihr euch vorher irgendwas auf den Boden parat gelegt habt, damit ihr die alte Scheibe absetzen könnt. Die ist ganz schön schwer. Beim Einsetzen der neuen Scheibe ist es halt wichtig, dass der Glasfalz, also dort, wo die Scheibe jetzt reinkommt, alles komplett sauber ist. Überprüft auch bitte nochmal hier diese Dichtung, dass die sauber ist. Ja, denn wenn die Scheibe drin ist, haben wir da keinen Einfluss mehr drauf. Meistens mache ich es immer so, damit die Kante hier nicht beschädigt wird, setze ich einen Glasklotz hier hin, auf beiden Seiten. Und bei dieser Scheibe hier geht es noch alleine, aber wenn ihr eine größere habt, macht das bitte zu zweit und seid wirklich sehr, sehr vorsichtig. So eine Scheibe an den Kanten ist sehr, sehr scharfkantig. Und wenn ihr einmal am Kunststofffenster gegengeeckt seid, habt ihr auch hier eine Beschädigung. Die Scheibe setzen wir jetzt als allererstes nach unten hin ein. So. Und lassen sie dann quasi hereinfallen. So, jetzt klemmt sie hier oben links. Dann nehmen wir unser Glaslöffel und schieben sie so ein bisschen rüber. So, damit sie auch drinnen sitzt. Und dann können wir auch die beiden Glasklötze links und rechts entfernen. Und jetzt beim Verklotzen ist es halt wichtig, dass wir die Diagonale reinbringen. Scheibe ist drinne, drücken Sie nochmal gegen. Wichtig ist auch, dass ringsherum so ungefähr der gleiche Abstand ist. Dann nehmen wir uns die Glasklötze und setzen jetzt hier einen rein. Lassen ihn mal so. Und gegenüber diagonal auch. So. Drücken wir mal rein. Zack. So, Scheibe ist jetzt ein bisschen auf Spannung. Jetzt öffnen wir das Ganze mal. Und wir sehen, die Scheibe, also der Flügel geht nicht zu. So, das heißt,
Wir setzen jetzt mal, hier ist er dran. Setzen wir mal hier oben einen Glasklotz rein. Ja, da muss ein schwarzer. So. Und hier vielleicht auch ein schwarzer. Es ist halt immer so ein bisschen Übung. Man muss sich rantasten an diese Sache. Und das Ganze auch wirklich sehr, sehr vorsichtig, bitte. Weil die Scheibe ein Fehler und zack, kann die Scheibe einen Riss haben. So. Jetzt merken wir, der Flügel geht ganz leicht zu. Der hing vorhin. Funktioniert tadellos. Das heißt, wir haben jetzt die Scheibe eigentlich sehr, sehr gut eingeklotzt. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal ein bisschen Druck hinzugeben und den Glasklotz komplett verschwinden lassen. Wichtig ist, dass der Glasklotz hinter alle drei Scheiben ist, damit das Ganze auch wirklich sich mit der Zeit und mit den Jahren nicht verschiebt. Auch hier links, rechts. So, und damit die Glasklötze sich nicht verschieben, kann man jetzt hier beispielsweise die Glasklötze nochmal einen Spritzer Silikon hinzugeben. Das hat der Vorgänger auch gemacht, eine Linie gezogen, damit das Ganze wirklich sehr, sehr fest ist. Jetzt überprüfen wir das Ganze nochmal. Schließt, geht auf Kipp, perfekt. Natürlich sind die Lichtbedingungen jetzt hier nicht ideal. Fenster dunkel, der warme Randverbund dunkel, die Glasklötze dunkel. Aber so in der Art könnt ihr vorgehen oder solltet ihr vorgehen. Und wie gesagt, das Allerwichtigste ist Vorsicht geboten. Beim Einsetzen der Glasleisten, wichtig ist, fangt mit der obersten an, damit die Glasscheibe auch gesichert ist. Und das Ganze ist auch nicht so leicht. Deswegen nehmt bitte einen Gummihammer mit einer Schonseite. Und dann fangt ihr mit der linken Seite an, mit der rechten Seite an. Und dann arbeitet ihr euch bis zur Mitte hervor. So, die Glasleiste ist drin. Jetzt machen wir weiter mit der untersten. Und wichtig ist auch hier, dass ihr bitte immer auf die Ecke, auf die Kante vorne schlägt. Nicht irgendwie auf dem Glas schlagen. Ansonsten kann es sein, dass die Scheibe, die neue Scheibe, zerbricht. Wie du gesehen hast, ist das Ganze gar nicht so einfach. Wenn du eine große Scheibe wechseln solltest, dann mach das bitte zu zweit oder zu dritt sogar. Denk bitte an die Handschuhe, die ihr verwenden solltet. Und ja, riskiert bitte nichts. Ne? Ihr seid nämlich das Wichtigste, dass ihr euch daran nicht verletzt. Ansonsten lasst doch eventuell den Fachmann ran. Wenn du wissen willst, wie du deine Fenster auf Dichtigkeit prüfen kannst oder wenn du deine Fensterdichtung wechseln möchtest, dann check doch mal unten die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich ein, zwei Videos von mir in Zusammenarbeit mit fensterdichtungen.org. Dort bekommst du nämlich deine passende Fensterdichtung. Hier sind die nächsten zwei Videos und ich würde mich freuen, wenn du einen Handwerker-Daumen nach oben da lässt oder den Kanal hier abonnierst. Bis dann, ciao.